Moin, moin und herzlich willkommen aus der Fraggles-Küche. Heute mit einem vegetarischen Gericht und zwar Spaghetti mit selbstgemachter Paprikacremesoße. Hier, mein Kamera-Junior ist Hallo. auch da. So, ich habe ja heute Nacht noch bis um 3 Uhr rumprobiert und rumgebrokelt, wie ich das mache, dass ich meine Handykamera quasi in meinen normalen Stream mit einfüge. So dass man auch alle wieder die. Oh, halt, hier, mein Laptop ist an. Bla bla bla. So dass man es auch hinkriegt, dass die ganzen Kanalpunkte und alles wieder funktionieren. Also, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Falls irgendwelche Verbindung abbrechen sollte oder, dann seht es mir vor. Ich bin immer noch dabei, alles zu optimieren. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Probieren wir halt einfach aus. So, aber erstmal. King 1412, ich danke dir für deinen Sub schon im zweiten Monat. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du kannst aus meinen Kochstreams was mitnehmen. Oder zumindest dich belustigen. Dann haben wir. Dankeschön, ach so, King, Dankeschön auch nochmal für deine 25 Biddies. So, kaum bin ich im Stream, wollte hier alle mit in den Stream rein. Der Hund steht draußen, die Frau prokelt rum. So geht's mir. Basti, ich grüße dich und ich vermute, Robert ist auch ganz in der Nähe. Schöne Grüße an euch in den Norden nach Deutschland. Michi, guten Morgen. Kopfwehtablette wirkt schon. Hoffe ich doch. Und wen haben wir noch? King Nightlife, ich grüße dich. Hallihallo. Eher belustigen. Der ist zu Hause, okay. So, man hört mich gut, man sieht mich gut, geht so langsam. Hey, Schäfchen, ich grüße dich, habe ich dich überlesen? Ich dir alles erklären können. Ja, ich probiere da gerade ein bisschen arg viel hin und her mit verschiedener Kamera, mit verschiedenen Einstellungen von Software und Apps und bla bla bla. Und bis jetzt muss ich jetzt halt mal schauen. Jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Mal gucken, ob es so jetzt funktioniert, ob ich das so lasse, ob ich mit dem Handy weiter streame, ob ich mir eine GoPro vielleicht hole, weil ich habe nämlich gelesen, dass man mit der GoPro anscheinend auch ganz gute, wie heißt, ganz gute Ergebnisse erzielt. So, jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Meine Frau ist nämlich hier die große Bäckerin heute. Die hat nämlich hier die große Kuchen gebacken. Schön die Lidl-Tüte. Oh Mann, hier ist was los. So. Bitte? Jetzt kannst du es stehen lassen. Jetzt hat jeder die Lidl-Tüte gesehen. Jetzt haben wir uns verraten, dass wir beim Lidl einkaufen. Schöne Grüße von Michi. Schleichwerbung. Ach so, ich bin mal gespannt. Ich habe heute Nacht um 3.12 Uhr oder so habe ich eine E-Mail geschrieben an HelloFresh, weil ich habe mich hier mal informiert für dieses Partnerprogramm. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie dazu schreiben, weil ich habe da nämlich die eine oder andere Frage nämlich gehabt, was hier für Konditionen sind und so weiter und so fort. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es was wird. Und wenn nicht, gibt es kein HelloFresh mehr, dann machen wir halt irgendwas anderes. So, machen wir Asia-Wok-Nudel-Streams. Heißes Wasser rein und aufrühren. Nein, Spaß beiseite. Gucken wir mal weiter, was es heute überhaupt gibt. Heute gibt's Spaghetti mit selbstgemachter Paprikacremesoße. Ganz, ganz wichtig natürlich, Gericht verursacht 50% weniger CO2 durch Zutaten. Ach, Gott sei Dank. Ansonsten hätte ich es heute nicht gegessen. Silizium, ich grüße dich. Steyr, Servus. Genau, leider vegetarisch. Ich muss dazu sagen, oder es war heute eigentlich geplant, dass wir aufs Wikingerfest gehen. Paar Ortschaften nebendran. Und da erst da quasi diesen vegetarischen Zeug dazu esse und dann uns der Magen mit Fleisch vollhauen. Aber bei uns regnet es schon die ganze Zeit. Es ist nur ein Sift draußen, also wir werden uns.
Mit Spaghetti. Wir werden uns heute vegetarisch ernähren müssen. Vielleicht fahren wir nachher noch an den Burger King. Schauen wir mal. So, mein wilder Kameramann, du darfst. Achso, mit den Verbindungsabbrüchen soll das normalerweise auch besser sein. Guck mal, da steht mein E-Roller. Weil ich habe nämlich dahinter. Achso, guck mal, du kannst jetzt auch zoomen, gell? Ich kann zoomen. Ja, wenn du rein und raus siehst. Ich habe nämlich hier hinten, wie man vielleicht erkennen kann, das Ding hingestellt. Ein Repeater. Aber schauen wir mal. So. Hackfleisch geht überall rein, sogar ins Hühnchen. Zwei Nachrichten wurden gelöscht. Warum? Das klingt so tödlich für mich. Warum wurde Nachricht jetzt gelöscht? Oh. Ich kann es leider nicht sehen. Wir hatten was geschrieben gerade. Huch, was ist mit dir noch? Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Stream Ende Mensch hat Fragglespot für 8. Ach, von Fragglespot? Was ist da los? Bitte keine Reihe und Links einstellen. Ah! Der eine Bot blockt gerade den anderen Bot. Okay, nicht schlimm. Was ist denn? Dankeschön. Dankeschön für was? Dankeschön. Das brauche ich jetzt für den Boxstream auf jeden Fall. Hier nämlich BSH Hoffmann GmbH. Muss ich gleich ein bisschen Werbung machen. Firma von meinem Kumpel. Und von einer Bekannte. Nee, von meinem Kumpel und seiner Frau. So rum. So, aber. Ha, der V8 Robert. Robert, ich grüße dich. Hallihallo. Guten Morgen. Nati, hallihallo. So, jetzt labere ich hier schon 20 Minuten gefühlt. Und wir wissen immer noch gar nicht, mit was wir es heute zu tun haben. Robert, wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen in meinem Kochstream. So, heute gibt's Basilikum. Was war denn das jetzt? Ich glaube, das war draußen. Soll ich mal gucken? Jetzt haben wir es zu gefiebt. Ja, egal. Vielleicht war es auch der Kuchen. Der Kuchen? Keine Ahnung. Basilikum aus Kenia. Weil in Kenia ist der Basilikum besonders lecker. So, dann gibt es Paprika. Leichter Brand oder sonst. Ja, was zu wild gestern. Dann gibt's Pinienuts. Dann haben wir Schalotten. Meine Portion Spaghetti ist. Ah, Gott sei Dank die italienische. Ah. Einmal Knoblauch. Sehr paprikalastige, ja. Einmal Gemüsebrühe. Nati, einmal Dill. Kein Spaß. Paprikagewürz. Und. Ja, die brauchen wir vielleicht noch. So, oh halt. Ach Gott, hier gibt es noch eine zweite Knoblauchzehe. Jetzt hätte ich das fast verpasst. Jetzt gibt dieses Gericht extra 50% weniger CO2 und ich vergesse die Hälfte an Zutaten. Katastrophe heute. So. Nee, noch rechtzeitig aufgehört. Oh, das kannst du. Also wenn ich meistens nämlich gerade bei bin, dann ist ja Vollgas. Also entweder trinke ich gar nichts oder Vollgas. Aber Robert, du kennst ja. kommt dann... Bembel. Ja, achso, das ist natürlich eine Katastrophe. Bembel ist Beste. Gut, so, jetzt müssen wir mal anfangen. Gemüse schneiden, Hitze reichlich, Wasser im Wasser kochen. Das haben wir gemacht. Spitzpaprika längs halbieren. Kerngehäuse entfernen, Paprikahälfte in 2 cm Größe Stücken schneiden. Das können wir. So, aber als erstes. So viele kleine Päckchen. Na ja, es geht. Heute geht es eigentlich sogar, finde ich. Jetzt sind wir erst einmal in der Paprika-Wasche, weil wer weiß, wo der Schickwald drin war.
Oder nicht? Was los? Nein. Ha? Auf jeden Fall habe ich einen Bärenhunger. Du auch schon? Ja. So. Weiter geht's. Ich bin dann erstmal im Lurk. Das sind Freddy Bots. Meine Bots. Sperren sich gegenseitig. Ich könnte mich kaputt lachen. Ich bin erstmal im Lurk und am Tisch wieder. King Nightlife, ich danke dir. Vielleicht sehen wir uns heute noch. So, dein Bot ist kein Mod. Witzig, gell? Ich habe nämlich gestern noch ein bisschen rumgeprobelt, also ich habe heute Nacht nicht nur mit der Kamera rumgemacht, muss ich ehrlich gestehen, sondern auch mit meiner Frau. Nein, Spaß. Sondern ich habe auch den Stream Elements Bot noch ein bisschen mit eingestellt, weil, ganz einfach, der noch ein paar Sachen hat oder ein paar Spielchen, so wie du Roulette und sowas, was ich eigentlich ganz witzig finde. Jetzt habe ich da heute Morgen gesehen, so, ey, geil, da gibt es diese. Wie heißt, da gibt es diese Schimpfwortfilter und diese Wörterfilter und so hat dieser Stream Elements Bot ebenfalls. Da habe ich mir nämlich gedacht, geil, dann mache ich das da drüber, weil ich das über Twitch irgendwie nicht so cool finde. Ja, jetzt habe ich aber, ich habe zwar vorhin gesehen, dass man hier eine, also verschiedene Link. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Handy, aber... Dein Handy, oder was? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, mach mal die Kamera bitte so, dass man was sieht. Ach so. Also normal ist es. So, auf jeden Fall habe ich mir nämlich gedacht, okay, ich habe gesehen, dass es da links gibt, was man freischalten kann. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, ist doch ganz klar, ist ja beides hier Bots, wird da funktionieren. Mensch, wofür dann? Fress immer. Hey, really? Ich bin kein Schwabe. Ich bin Partner. Aber grüß dich. Küchenschlacht, Lone Wolf, Hallihallo, guten Morgen oder Mahlzeit. Carmen, ich grüße dich ebenfalls. So, guten Hunger. Mach mir mal einen Falle. Mach mir mal einen Falle. Gib mal irgendjemand Ausrufezeichen Fleisch oder so in den Chat. Ich würde nämlich. Hey, danke für die 25, King! Weenie, danke für die 25! Sehr geil, das funktioniert alles. Sehr, sehr geil. Weil nämlich aktuell läuft nämlich mein Handy gerade über OBS als Webcam quasi. So, was müssen wir jetzt hier machen? Spitzpaprika längs halbieren, Kennhäuser entfernen, längs halbieren, wir halbieren hier. So, den ganzen Dreck hier rausmachen. Was? Ja. Soll ich dich nur mit so einem Paprika weg ohrfeige? Nein. Klatsch! Nein, mach mal nicht. So. Nummer 1. Nimm die Axt, geht schneller, gell? Ich glaube auch. Zack und zack. Wenn ich wüsste, wie das rein rechtlich ist, würde ich ja Musik anmachen. Also ein bisschen, keine Ahnung, normale Radio laufen lassen. Aber nicht, dass dann irgendjemand wieder kommt und sagt, Urheberrecht.
So. Mache Eier. Kann ich nicht. Ah, zack und zack. Guck mal, das ist wie beim Schlachter. Na, neu gelangt und alles rausgezogen. So, so. So. Gut. Kerngröße entfernen, Paprika helfen mit 2 cm große Stücke schneiden. So. Ich finde, das sind gute Stücke. Findest du auch? Ja. Okay, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Vielleicht sollte man die auch noch ein bisschen halbieren. Ups. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir in die Finger hack. So. Kriegst du ein Paprikastückchen? Bitte? Kriegst du ein Paprikastückchen? Ach, oh, nein, runterfallen. Warte, ich, das ist ein Hund. Ich nehme es trotzdem. Nein. Und das ist für die Katze. Die frisst alles. Die frisst da Kohlblätter. Das ist ganz schön schnupfen, gell? Ja. Und schmeckt doch? Ja. Das ist bestimmt eine gute italienische Paprika. Oder aus dem, keine Ahnung. Aus Kenia. Aus Kenia ist schon ein Basilikum. So. Fein schneide kann ich. Wie gehen Spaghetti ohne Tomatensauce? Das ist eine Paprika-Cremesauce. Okay. Das wird ziemlich cremig. So, zack und zack und zack. Und heute wird es traurig, heute gibt es kein Fleisch. Der arme Hund, wir haben zweimal. Nee, das ist doch ein ganz normale, das ist ein ganz normale Paprika. Ein Wodka für 50 ausgelöst. Vielen Dank für die 50, jetzt hätte ich es fast übersehen. So, Sinflo, ich grüße dich, hallihallo. Herzlich willkommen bei mir in der Fraggles Küche, wo grob gehackt wird. So. Fein kann ich. Aber jetzt mal ohne Witz. Ich brauche zwei Sachen brauche ich in der Küche, da muss ich mich noch optimieren. Ich brauche einmal so einen Fleischerbeil, weil mit so einem Fleischerbeil kann ich, glaube ich, ganz gut umgehen. Und ich brauche so ein Wiegemesser, wie das heißt. Oder so ein Teil, wo man das drauf macht, dann drückt man es runter, da kommt da wie so Würfel oder so raus. Ah, ein nicer Dicer. Ein nicer Dicer wäre auch nicht schlecht. Chat, soll ich mir einen nicer Dicer kaufen? Zum Hacken trotzdem. Hansel Mädchen, ich grüße dich. Ich habe schon gesehen, du bist gerade fleißig dabei. Vielen Dank. Im Discord. Ich habe aber noch nicht drauf geschaut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nicht drauf geguckt. Schalotten abziehen und grob würfeln. Hier steht's: grob würfeln. Selber schon. Du machst es richtig mit Liebe, gell? Das ist ja das, was ich jedes Mal immer wieder wiederhole. Bei mir in den Kochstreams.
Frank Rosin, Tim Melzer und dieser Hänsler. Falls ihr noch einen Koch sucht, ich bin noch zu haben. Wir müssen nur uns mit dem Preis einig werden. Das Schnippeln hat was für sich. Echt überlegen, schon ohne Witz, gell? Kerni, hallihallo! So, Kerni, wenn ich jetzt Jackie Cola trinken würde, würde ich zur Feier des Tages mit dir einen trinken. Aber das geht halt gar nicht. Das vertrage ich mir, das Zeug. Ja, genau, ich hätte mir einen Nicer Dicer könnte ich mir kaufen. Aber ich weiß ja ganz genau, ihr seid ja nur hier, weil ihr eigentlich nur wartet, bis ich mir mal in die Finger schneide. Mit meinem wilde Gehacke hier. Und den Spaß will ich euch natürlich nicht nehmen. Aber da ich geübt im Messerumgang bin, wird es so schnell nicht passieren. So. Was? Also Schnippeln geht noch kein Stress, ich habe es gefunden. Ja, mache ich nachher. Der dritte Versuch, 4 Minuten Timeout. Und ich glaube, ich stehe im Wald und Rotkäppchen frisst einen bösen Wolf. Wer hat 4 Minuten Timeout gekriegt? Du? Dritter Versuch. Was? Ich beschreibe mal ein Vollbild auf 5? Haha! Krass, liebe Grüße von meiner Frau. Ich fange gerade heute an. Was? Warum? Weil ich so ein grandioser Koch bin. dritter Versuch, machen wir schon Timeout nicht. Und Nachricht gelöscht. Jetzt warten wir noch. Bevor wir jetzt hier weitermachen, weil ich ehrlich gesagt gebe mir das gerade ein bisschen auf den Sender. Stream Elements, ich deaktiviere das jetzt. Oh, diese Kackzwiebeln brennen mir in den Augen. So, Moment. Ich gehe schön runter an den Hauptrechner, ich deaktiviere das jetzt mit diesem Ding, das nervt mich jetzt gerade. Und nachher muss man vielleicht mal schreiben was, oder sagen, was geschrieben hast, dass ich auch weiß, warum das geblockt worden ist. Ich bin sofort wieder da. Lars, unterhalten wir die Leute wieder. Wie? Hans. Nein, kann oder, ich oder Sie. Kann ich auch nicht. So, da bin ich wieder. Für alle, die zu Unrecht gerade einen Timeout bekommen haben, es tut mir wahnsinnig leid. Aber wie gesagt, ich bin hier noch ein bisschen am Einstellen und am Gucken. Ist noch kein Beispiel vom Himmel gefallen. Irgendwann werde ich mal so hinkriegen. Was, oh, habe ich jetzt irgendjemand überlesen? Kerni, du hast geschrieben, wo ich wohne oder von wo ich komme. Das ist Mobbing. dritter Versuch. Okay. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Wo wohnst du nochmal? Ich komme vorbei. Oh! Skoalabären sagt, wir haben Hunger. Hunger, Hunger, haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Machen wir hin, da nehmen es den. Hallihallo. Was steht vor der Glotze? Grinsen die Kinder in Weihnachten? Ja, versteck mal ein paar Zutaten. Hey, Michi. Wir sehen dich. Koala. So, dann kannst du einen Zwiebelschnitzen. Tausche Salz mit Zucker. Die wollte dich alle anspornen, irgendwie Quatsch zu machen. Wie viele Minuten Lebenszeit ziehe ich dir?
Okay, dritter Versuch, das kriegt man hin. So, wir haben Hunger, 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 haben Durst. Machen wir hin. Machen wir Eier, es ist in der Zwischengerede, hat nur Würzburg gehört. zwischen Würzburg und Heidelberg, also von dir aus gesehen so um die 800 Kilometer, glaube ich. Ne, sag mal 700. Wacken sind um die 700 von mir. Obwohl, könnte Berlin sogar fast näher sein, oder? So, weiter geht's. Schalotten grob würfeln. Ich finde, es ist grob genug. Chat, was meint ihr? Das ist grob genug, oder? Das sieht schon ein bisschen professionell aus, was wir machen, oder? Seid doch ehrlich. Was, was meinst du? Nein. Jetzt habe ich mir noch gestochen. Nichts verstanden, hab nur Hunger. Na, nix würfeln, grob hacken. Ne, grob würfeln, okay. Boah, die brennen mir schon wieder ganz schön in der Augen. Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Nicht klumpen. Hypnotik, grüß dich. Bibi, guten Morgen. Hast du mir geschreibt, ob man das essen kann, was ich jetzt so immer koche? Die Frage ging an dich. Achso, ja. Ach, grob sieht's aus. Was war das? Arbeitsweise mit dem Kopf. So. Ah. Das Kochherz schreit. Was? Ach, ihr wollt doch ein bisschen unterhalten werden, oder? Wie doof wäre das, wenn ich mich jetzt hier in Kochschürze hinstellen würde und hier alles so hundertprozentig pickfein vorbereitet wird. So. Ah. Chantal Heuleise, ohne Witz, gell? Ah. Von der Zwiebel, ja, von der Zwiebel. Eigentlich heute nicht, weil alles so traurig ist hier in der Welt. So. Knoblauch umziehen und halbieren. Was, halbieren? Wir haben hier Knoblauch, oder? Schalotten und Knoblauch helfen darin. Okay. Wir haben hier den Knoblauch. Zwiebel, fies, wirklich. Knobi-Beste. Also ich muss sagen, heute gibt der Klassenchat. Ich komme gar nicht zum Kochen. Ach, alles schön, alles gut. Und sonst so, wie geht's euch? Upsa. Weil du unter der Kochschürze nichts anhältst. Woher weißt du das, Schäfchen? Du kennst mich jetzt halt auch schon eine Weile, gell? Gemeine Zwiebel, gemeine Zwiebel. So, hier ist noch ein bisschen Müll. Achso, ein Kritikpunkt habe ich noch vom letzten Mal. Ich habe, wer sich erinnern kann oder wer dabei war, da gab es dieses Brokkoli-Zeug. Und irgendjemand von euch im Chat hat mich ja voll verarscht, dass man hier diesen Stiel mitessen kann.
Ich habe noch nie so was Holziges gegessen wie diesen hässlichen Brokkoli-Stiel. Also ich finde den arg schlecht. Fandst du gut? Es ist gut nicht, aber ich fand kann ihn essen. Der war ja sowas von holzig. Ich habe mir mal die Zähne ausgebissen. Der hatte schon fast gespreiselt. Was diese Bilder. Soll ich dir eine Büchse geben? Dann kannst du so reinrollen. Ich habe heute wieder einen Gutschein bestellt. Kommt am Donnerstag. Ach was, wie geil. Okay, hat alles geklappt, Hanselwinkel. Muss ich mal ein Bild machen, was alles gibt. Das wird mich interessieren. Es ist nur eine rote Zwiebel, eigentlich nicht so schlimm. Weil nicht mal ich bin hier Mimose. Bibi, beim Kochen oder beim Zwiebelmacher bin ich die totale Mimose. Ich muss immer heulen. Sonst natürlich nicht, sonst bin ich ein harter Mann. So, zack, und ich kann mir dritteln. Halbieren ist zu groß, oder? Hast du einen Schottenrock? Natürlich habe ich einen. In Wacken ziehe ich latsch hier mit dem Schottenrock rum. Traditionell nichts drunter tragen. Ah, ich weiß nicht. Hast du den kreuzförmig eingeritzt? Wen? Der Stiel? Brokkoli, nur junge Stiele essen. Wie gesagt, diesen Stiel, was ich gesagt habe, der war widerlich. Der war holzig wie Sau. Ich habe alles rausgepult wieder. Du hast auch den Rand, du hast auch die Schale mitgegessen. Vorsicht mit dem Messer. Ashley, hallo, grüße dich. Bei mir im Chaos-Koch-Stream. Nein, Entschuldigung, bei mir im Chaos-Chat-Lese-Stream und nebenbei ein bisschen Kocher. In 3 Tage-Muschi im Gesicht. Ja, ich fühle mich so ein bisschen nackt, muss ich ganz ehrlich sein. Und draußen ist eine blöde Zeit, weil jetzt ist es gerade so kalt und dann zieht es so ein bisschen. Ist nicht so unbedingt. Also ich lasse meinen Bart auf jeden Fall wieder wachsen, definitiv. So, 3 Tagesration für 2 Personen, Gutschein, danke nochmal. Lieben gern, Hanselmichel, lieben gern. Heute Abend, falls ich nochmal streame, diesmal, Achtung, jetzt passt mal auf, diesmal waren sie so großzügig. Also, jeder, der heute Abend nochmal im Stream bei mir drin ist, wenn ich spiele, weiß nicht, aber dann was ich zock, da hau ich nochmal Dinger raus. Hier habe ich nochmal 3 Geschenkboxer. Hier habe ich nochmal 3 Geschenkboxer. Sind wir schon mal bei 6. Und eine ist hier noch drauf, die wo ich auch noch nehmen kann. Also 7 Geschenkboxer baller ich heute Abend raus. Wer Bock hat. Was jetzt? Sind das keine 9? Bei dem einen habe ich schon 2 verschenkt. So, Ashley, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du reinschaust und sich auch ein bisschen belustigen. Mini. Wer Sustrum in Fisch im Mund hatte, überlegt auch ein Brokkoliholz. Ja, das stimmt eigentlich, gell? Das stimmt. Sustrum war wirklich widerlich. Oh, ich glaube, das habe ich nur mit einem privaten Instagram-Account. Wir machen es mal so, ich gucke, dass ich das Video irgendwie runterlade. Und dann haue ich das in meinen Fraggles-Account rein bei Instagram. Da könnt ihr mal sehen, wie ich Surströmming gekostet habe. Der komische Fisch. Ne, den gar köstliche Fisch. So, Michael, grüße dich. Ashley, so, jetzt komme ich zu dir wieder zurück. Heute gibt es Spaghetti mit selbstgemachter Paprika-Cremesoße. Oh, da habe ich noch eine Frage. Carmen, wo kommst du her? Aus welcher Nähe? Wenn ich da nicht so weit weg bin von dir. So, jetzt, wo muss ich denn eigentlich hier hin? Pinienkernröschen. Komm, wir gehen jetzt mal rüber in die Küche. Grüßen. Sonst wird es hier gar nichts mehr. Sonst sterben wir hier alle hungrig vom Stream. So. Ich hol kurz einen Stuhl. Bitte? Ja, kann ich machen. Du musst das Fleisch bei einem Essen. Ja, wie gesagt, ein Gericht ist meistens immer dabei, wo ohne Fleisch ist. Also mit ohne Fleisch. Und ja, der Plan war eigentlich heute Mittag, dass wir. Ich suche noch einen Topf. Wer war denn da? Der Plan war ja eigentlich, dass wir heute Mittag zum Wikingerfest gehen bei uns im Nachbardorf. Und da uns
quasi noch reichlich an Fleisch in der Bar gehauen. Aber es hat so geregnet gestern und heute Nacht, dass es da alles matschig ist. Jetzt wollte man nämlich hier ein bisschen, weißt, ein bisschen vegetarisch hier im Stream machen, ein bisschen auf Moralapostel und dann auch die dicke Burger reinhauen. Und das dicke Pulled Pork wird aber leider nichts. Vielleicht gehen wir heute Abend noch schön zum Burger King oder so. Weil ihr wisst ja, was ich immer sage, ein Gericht ohne Fleisch ist ein Nachtisch. Ist im Kühlschrank mehr Fleisch. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich mag Schnitzel sogar am liebsten. Wir müssen auch. Schöne Küche. Danke, Kenny. Das war ein Kameramodell. Habe ich noch nie gesehen. Nein, die hinter. Ja, das ist das Kameramodell. Ich gehe mal ganz kurz her. Das ist das Kameramodell Junior Fraggles. Nur Fleisch macht Fleisch, ganz genau, so sehe ich das auch. Wir sind zeitlang. Ah, ohne Witz, gell? Aber ich muss auch sagen, ihr geht ja heute sowas von ab im Chat. Ich komme gar nicht zum Kochen. Sony Stalker 2.0. Was letzte Preis? Den verkaufe ich nicht. Den gebe ich nicht her. Beste Junior. Gell? Geht auf Faust. So, jetzt rösten wir hier mal die Pinien gerne. In einem großen Topf ohne Fettzugabe 1 bis 2 Minuten bis rösten, bis sie duften und leicht bräunen. Oh. Jetzt duften wir mal und bräunen sie. Also ich rieche nichts. Ist da noch nichts drin? Ja, weil ich Luft habe. Ach so. So, hauen wir da nur rein und hauen wir da nur rein. Pinienkerne. Also eins muss ich sagen, in diesen HelloFresh-Boxen, da sind ja Dinger drin, wo ich als Odenwälder in meinem Leben noch nie gehört habe. Panko-Mehl und sowas. Achtung, Schatz. Aber ich erzähle euch gleich noch eine Geschichte, was eigentlich ist es peinlich, aber eigentlich ist es wieder witzig. So, Moment. So, was haben wir hier? Gamble, bla bla bla. Das ist doch eigentlich geil, oder? Wenn ich hier mit meiner Handykamera, wenn ich filmen kann und es funktionieren die ganzen Fraggle Points und Spiele und alles und so. Das finde ich schon ganz geil. Das hat sich doch gelohnt, dass ich heute Nacht bis um 3 wach war. So, was ich aber sagen wollte hier von wegen Sachen, wo ich nicht kenne. Als ich hier frisch in meinem jetzigen Betrieb angefangen habe, bei meiner Arbeit, muss dazu sagen, ich bin ja mit 17 zur Bundeswehr und war dort 8 Jahre, habe da noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Welt erkundet danach. Und als ich dann frisch bei uns, also in der jetzigen Arbeitsstelle angefangen habe, da ist die türkische Fraktion da gestanden und habe Granatäpfel gegessen. Moment, was ist denn hier? Ich erzähle gleich weiter, aber ich sehe hier, ich muss hier wahnsinnig aufpassen, weil die Pinienkerne, die gehen hier ganz schön ab. Hui! Halt, ich muss einmal da hoch wieder. So, nur das muss schon raus. Schäfchen, du kennst wahrscheinlich die Geschichte schon. Da habe ich mich mega blamiert, aber so im Nachhinein kann ich auch drüber machen. Auf jeden Fall ist die türkische Fraktion da gestanden und habe hier diese Granatäpfel gegessen. Der eine ist da gestanden, hat so Schnitze runtergemacht und jeder hat da dran rumgelutscht. Und habe gesagt, oh, ist das lecker, ist das gut. So, und dann irgendwann haben sie mich angeguckt und haben zu mir gesagt, ey Schmidti, magst du auch ein Stückchen Granatapfel? Und ich mir gedacht, naja, natürlich, gib her. So, ich nehme dieses Ding in die Hand, stecke das Ding in den Mund, kaut drauf rum und denke mir, also richtig bitter, wie widerlich ist das denn? Dann hat sie mich gefragt, und schmeckt's? Dann habe ich gesagt, ja, widerliches Zeug, das kann ich schon nicht essen. Ja, ich als alter Odenwälder, wo hier von der Bundeswehr aus noch nie was anderes gesehen außer Erbsensuppe und irgendwelche Eintöpfe, habe natürlich nicht gewusst oder habe gedacht, ja, Apfel ist Apfel, Granatapfel.
Da isst man die Schale mit. Ich bin dann des Besseren belehrt worden, dass man dann nur die Kerne isst. Da sind mich schön ausgelacht. So, alles was beim Aufräumen übrig bleibt, kommen die Hello Fresh Boxen. Als du frisch angefangen hast, warst du schon genauso durch wie heute. Was? Aber selbst dann. Und am Dienstag diese Woche bundesweit die Luft herumknallt. Okay. Also so schnell fliegen, habe mich sehr erschrocken. Von Nörflich, Militärflugpunkt. Das hört sich sehr nordisch an, also sehr im Nordeuropa könnte es sein. Sagt mir so nichts, weil ich war nicht bei der Luftwaffe. So, für die Soße in demselben Topf 1,5 Esslöffel Öl. Bei mittlerer Hitze. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Bei mittlerer Hitze 1,5 Esslöffel Öl. So ungefähr. Öl, dann haben wir Paprika, Schalotte und Knoblauchhälfte. Anrösten, gelegentlich umrühren. Ups, das hört sich einfach an. Was ist eigentlich mit dem Basilikum aus Kenia? So, jetzt müssen wir nochmal lesen. Ne? Paprika, Schalotte, Knoblauchhälfte, dann 10, 8 bis 10 Minuten anrösten, das Paprika weiß. Ne? Die legen wir hier oben. Okay. So. Ja, das war ein knaller Azubi von mir. Och, wenn die Concorde von Paris nach New York geflogen ist, zweimal geknallt über der Schweiz. Ach, Karin, du bist aus der Schweiz oder was? So, jetzt hauen wir da mal das da rein. Oh, geht schon ab, guck mal. So, dann hauen wir mal die Paprika rein. So, jetzt kann ich noch ein bisschen Chat lesen. Inzwischen bin ich am Bodensee zu Hause. Ah, okay. Jetzt sind wir vorbei. Mal probieren. Soll ich gehen? Ja, guck schon mal wieder. Ich glaube, der Hund kommt nämlich dran. Ich glaube, unser Hund kommt wieder. Oder die Frau. Ja, mit der Frau, die hat wahrscheinlich keinen Schlüssel dabei gehabt. Also, Alexa, Timer 10 Minuten. Papa, du musst Pause. Was ist denn? So, du wurzelst damit kurz weiter. Okay. Mein Junior muss jetzt kurz übernehmen. Ich bin sofort wieder da. Meine Frau ist was Blödes passiert. Nein, ich gar nicht. Kann ich dein Handy haben, Schatz? Nein. Ja? Ja. Zeig mir mal, wie das Ding geht. Oder gehst du mit der anderen mit? Wenn du da anfängst, bitte. Bitte mal mit der anderen, wenn du da anfängst. So, ich bin wieder da, Entschuldigung. So, nein, ich Chilis beigeben. Finanzamt hat geklingelt. Ist mir egal, weil ich bin angemeldet. Nichts Illegales wird bei mir gemacht.
Nein, Spaß beiseite. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich Affiliate geworden bin. Ich habe mich direkt angemeldet. Fertig aus dem Arm. Ich habe keinen Bock dran zu dürfen, wegen 5 Euro Steuer hinterziehen. Das machen wir nicht. So. Ich will nicht mehr in den Boden sitzen, aber Haare sind sehr schreck. So, was haben wir jetzt noch? Der gute Harvey, ja. Finanzamt. Die Peter werden hier bei der Schule der Herr Blatter. Nee, Gott, alles gut. Kobold, grüß dich, hallihallo. Was mit den Hüsen ist, wie dir, nicht zu lange vergessen, sonst wird es sauer. Meine Frau hat nämlich ihr Handy gerade verloren, als sie mit dem Hund spazieren gegangen ist. Wahrscheinlich irgendwo auf der Wiese, Frisbee geschmissen, zack, Handy aus der Tasche gefallen. Und jetzt wollen sie ja logischerweise, dass ich mitgehe, aber mein Handy hängt ja hier gerade im Gimbal drin. Also jetzt muss der Junior mitgehen und schön Handy suchen. Das zweite Mal schon. Aber zumindest ist heute hell. Das letzte Mal, da war es nämlich gerade schon so angefangen dunkel zu werden. Und das war echt beschissen, das Handy damals zu finden. So, während das da brutzelt für die Soße im selben Topf, dann haben wir das gelegentlich umrühren, bis der Paprika weich ist, ja. Spaghetti kochen. Spaghetti kochen, das hat sich doch schon mal nach einem Plan an. Oh, heute mache ich auch noch Teig, ein Brot mache ich heute noch. Eigentlich könnte ich das noch so nebenbei machen, oder? Eine Bekannte von mir hat mir nämlich noch ihr Brotrezept gegeben. Mal gucken, wo ich das habe. So, leuchten wir mal hier ganz kurz rein. Sieht doch echt lecker aus, gell? So, dann kann man das dahinter auch mal anmachen. Ein bisschen Salz rein. Ach so, das Brotrezept ist auf meinem Handy. Haha, scheiße. Geht ja gar nicht. So wie ich meine Frau kenne, hat sie das Handy auf lautlos natürlich. Sind sie Brille suchen in ihrem Kopf? Ja. Wenn er lacht. Ich bin zum zweiten Mal verliert. Na ja. Nein, ich darf jetzt nichts sagen. Kannst du auch orten, ja? Schauen wir mal. Mein Handy hat gesponnen, habe ich was verpasst? Anna hat ihr Handy verloren. Beim Spazierengehen mit dem Hund. Ich kann das mal hier ein bisschen kürzen. Ich war auf dem Boden gemacht. Das ist ja bestimmt witzig, gell? Was, wie man merkt, wieder den Leitenden angeschaut, wenn er durch erfahren hat, das Wasser kocht was. Ja, aber hallo. Der Hund soll suchen. Wenn der Leberwurst dran hängen würde oder so, dann würde er es vielleicht finden. Durch Google kannst du jedes Handy orten. Ja, müssen wir nachher mal schauen. Ist
Stückchen geworfen, Handy ist geflogen. Ich vermute mal, also das letzte Mal war es so, dass sie mit der Frisbee geschmissen hat. Und irgendwann ist das Handy aus der Tasche gekullert. Und sie hat es nicht gemerkt. Alexa, wie lange dauert der Timer noch? Es ist kein Timer gestellt. Oh, das ist gar kein Timer gestellt. Prima. Haben wir schon 10 Minuten bestimmt, oder? Oh Mann, Chefin. So, Spaghetti kommen, salzen, kräftig salzen, aufkochen lassen. Basilikumblätter in Streifen schneiden. Schneide kann ich, wie ich das schon mehrfach bewiesen habe. Ich habe einen ganz schönen Schlachtfest da veranstaltet, wie es auf meinem Tisch aussieht. So. Sieht man was? Steht die Kamera richtig? Ja, oder? War nicht ihr Hacken. Hast keinen Timer gestellt bei dir auch? Ja. Habe ich so laut gesprochen? So, das Gemüse weich ist. Jetzt probieren wir mal, ob das weich ist. Oh, halt. Oh, mit dem Knoblauch, mit der Zwiebel. Sehr lecker. Basilikumblätter aus Kenia in Streifen schneiden. So, da kann man dann das andere Paprika-Ding noch nehmen. Sind wir da? Was wollt ihr? Ja, das hat. Komm, ich setze wieder. Wo rasen? Das heißt, passt am Anfang von der Wiese. Habe ich gefunden. Gott sei Dank. Hat Anne den Ton ausgemacht. Hat sie ja nicht ausgemacht? Ja, nur ganz leise. Hat der Ton war sogar an? Ja, aber nur ganz leise. Gott sei Dank war der Ton an. Ich nehme alles zurück, meine Frau hat den Ton sogar angehabt. Ja, Anne hat gedacht, dass der Ton ausgab. Also, meine Uzi muss den Bot erschießen. Warum? Warum? Was ist los? Hat er dich gebannt oder getimeoutet? Was ist denn der Schneider? Also, wir kochen jetzt schon über eine Stunde und sind noch nicht fertig. Ja. Das war nicht heute so viel labern. Warum Basilikumblätter aus Kenia? Wenn ich das wüsste, der Gläser auch ganz schön. Naja, die sind in der Luft gerannt wahrscheinlich gerade. Also Basilikumblätter aus Kenia, weil die besonders gut sind. Keine Ahnung. Das finde ich auch ein bisschen überzogen. Steht es da? Was denn? Dass sie besonders gut sind? Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es am billigsten sein. Am billigsten sein, ganz genau. Das kauft man nicht mal in Holland, sondern in Kenia. Diese Wirtschaft muss man nicht verstehen. Oh, zack. Sicher hätte ich da jetzt wieder. So, dann mache ich jetzt mal die Ding aus. Ah, guck mal, dahinter kocht das Wasser. Sind das? Das schmeckt das Ding vielleicht besser.
Ja, ich möchte jetzt nichts Schlechtes, aber ich möchte keine Kritik äußern, weil ich ja HelloFresh gefragt habe wegen einer Partnerschaft oder besser gesagt mich mal informiert habe wegen einer Partnerschaft. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auf deiner Seite schreiben sie hier drauf 50% weniger CO2-Ausstoß, bla bla bla, weil es hier bestes Gemüse, Labarabara ist. Auf der anderen Seite schippert man die Kräuter von Kenia an. Also. Wo liegt Kenia? Bitte? Wo Kenia liegt? Afrika. Da lache ich mir tot. Wenn wir mal ehrlich sind. Hätte sie lieber noch ein Pfund Hackfleisch reinmachen sollen. So. Da schneiden. Zack und zack. Stand da irgendwas mit grob schneiden? Bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Hey! Fee, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei mir in der Fraggles Koch- und Backstube. Totale Chaos am Herd. So. Wer Finn? Nicht meine Dame auf jeden Fall. Das ist mein Junior, der gerade Finn. Meine Herzdame, die ist nicht so... wie soll ich das jetzt sagen? Die möchte nicht so vor die Kamera. Und außerdem ist sie ein bisschen angepisst gerade. Ah, zack und geschnippelt. Fertig. Ist das mein Glas da hinten? Weiß ich nicht. Das ist mit dem grünen Zeug noch drin? Ja. Ja, das ist noch dein Glas. Weil ich habe ein bisschen Durst. Dann trink halt ein bisschen was. So, zack und zack und zack. So. Ich dachte, das wäre eine Dame. Nee, das spritzt alles. Wie gesagt, die Dame ist ein bisschen genervt gerade. Aber von sich selbst. Und ab. So, vor allem Basilika, was ist in diesem Schiff verkostet? Ja, ich sage, das ist ein bisschen. Kann man so machen, gell? Muss man nicht. So. Gehen ja bei Bielefeld, ne? Ich glaube nicht. So. Was die Panikfee hierher verschlägt. Schäfchen, das frägst du. Ein grandioser Kochstream, wo man was dabei lernen kann. So eine Frage. So, auf jeden Fall sind die Spaghetti drin. Soße fertigstellen, das Gemüse weich ist, bla bla bla. Vom Topf nehmen, vom Herd nehmen. 75 Milliliter Wasser rein. Haben wir hier mal 100 Milliliter. Ah ja, machen wir das jetzt nicht drin. 75 ungefähr. Viel. Zu wenig. Das passt. So, Wasser, Gemüse, Gewürzmischung, Hello Paprika. Gewürzmischung, Hello Paprika, habe ich was übersehen? Gab es da eine Gewürzmischung? Ja. Wo ist die? Habe ich die weggeschmissen? Die haben sich versteckt. Du hast sie versteckt? Du bist ja jetzt doch immer. So. Was ist eigentlich für ein Gericht ist, das ist Spaghetti mit selbstgemachter Paprika-Cremesoße. Beste. Eines ohne Fleisch. So. Der Dreck da kommt da rein. Zack, zack, zack. Die Gemüsebrühe schmeißen wir da noch rein. Zack, zack, zack.
Fee, wenn ich richtig gesehen habe, machst du auch Kochstreams, gell? Machst du auch mit Hello Fresh eine Partnerschaft oder irgendwas oder kochst du für dich selbst? Wenn ich mal fragen darf. Wir kommen beim zweitbesten Kostüm nach Clemens, Erfinder des Hawaii-Toasts. Oh Mann. Was, ein Frischkäse? Gab es da in dem Ding noch Frischkäse? Ja, ja. So. Guck mal, die Dinger sind immer noch gefroren. Ah, hier, haben wir Frischkäse. Frischkäse. Wie viel Frischkäse brauchen wir? Wenn ich das wüsste, gell? Soll ich mal gucken? Wir machen alle Frischkäse mal. Ich guck mal. Ja, guck mal. So. Und wie viel brauchen wir? Da steht nichts. Hello Paprika und Frischkäse dazugeben. So, jetzt müssen wir mal da kurz gucken. Frischkäse für 3 Personen, 200 Gramm. Ja, beide. So. Mit einem Pürierstab fein pürieren. Oh Gott, haben wir einen Pürierstab? Haben wir einen Pürierstab? Das ist eine gute Frage. Das ist doch kein Frischkäse. Doch, doch. Vorher pürieren oder nachher? Vorher. Nee, nachher. So. Also falls ich irgendwas im Chat überlesen sollte, dann tut es mir echt leid. Ich habe hier auf dem Laptop kein Activity-Feed drauf. Also ich sehe eigentlich gar nicht, was hier läuft. Ich bin genauso im Chat gerade drin wie ihr auch. Magst du probieren? Ich weiß nicht. Hm? Ja. Guck mal, probier die Frischkäse. Also ich kenne Frischkäse mit Kräuter. Ist halt einer ohne Kräuter. Ja. Ist ja ekelhaft. Wo wird der herkommt? Was? Ja, Schäfchen, da klatscht blöd, hä? So, filmen wir mal da rein, was das für ein Gematsche da ist. Sieht nicht so köstlich aus. Sind nicht so köstlich, meinst du? Brötchen mit Frischkäse und Erdbeermarmelade. Ja, wir haben für den Hund zum Auslecken. Ich bin gerade überfordert. Moment. Ich glaube, du musst irgendwas pürieren. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Pürierdienst haben. Warte mal, jetzt muss ich mal die herzallerliebste Dame fragen. Ich glaube, die ist noch nicht da. Warum, wo ist die? Die ist nochmal laufen gegangen. Anna? Ist sie noch wieder Handy verliert? Nee. Die vorher hat die Ach, noch... du bist dann einfach runtergerannt, oder was? Ja. Du bist ja witzig. So, Pürierstab. Haben wir einen Pürierstab? Kannst Anna mal anrufen. Ton ist an. Bitte? Ton ist an. Gib mal her, bitte. Warte. Ja, genau, ruf mal die Anna an und frag mal, ob wir einen Pürierstab haben. Warum filmst du mich? Ich kann. Hallo Anne. Haben wir einen Pürierstab? Wo? Okay. Mach mal auf laut.
So. Hallo, du bist live im Chat. Wann kommst du? Weil die Fee ist gerade da und die hat nach dir gefragt. Ich sag, die Fee ist gerade bei mir im Stream. Wann du kommst? Liebe Grüße, Fee. Ja, in der unterste Schublade ist so ein Karton. Unterste Schublade ist ein Karton, alles klar. In einer Minute bin ich übrigens auch da. In einer Minute ist Chefin da. Tschüss, Anne. Ja. Tschüss, Anne. So, weiter geht's im Text. So, das sind hier die wichtigen Sachen. Thermometer für Fleisch, meine Spritze zum... Ich weiß, was noch wichtig ist. Meine Spritze hier fürs Fleisch zum Bearbeiten. Ein Hennessy-Cognac. Ein Sausan Comfort. Ein Chandré. Was ist denn hier los eigentlich? Ein P2. Oh, was ist denn das? Ein Becksteiner, was auch immer. Und wenn ich es mal ganz hart brauche, habe ich noch einen Fürst Uranov. Der Giftschrank. So. Ich glaube, alles hat gekommen. Ist alles da? So, Pürierstab. Wie funktioniert das Ding? Boah, was ist denn das? Habt ihr sowas schon mal gesehen von Pürierstab? Warum rühre ich hier mit der Hand? Hallo Schatz, ich habe nichts gemacht. Ich mache gar nichts. Die Fee wartet auf dich. Nein, der soll ich nicht in Ruhe lassen. Gut, so. Hallo. Kochen. Du winke mal. Hallo, hallo. Ja, so schön ist es denn doch noch. Hören Sie bitte auf. So. Richtige Sachen zum Aufhören. Haben Sie ein Alkoholproblem? Ich glaube nicht. Nein, überschlagen, das meiste sind noch Geburtstagsgeschenke von mir. Nee, wir haben ein Problem ohne Alkohol. Oder ohne Alkohol, genau. Das meiste sind noch Geburtstagsgeschenke, wo einfach noch nie getrunken worden sind. Schatz, was ist das? Wie geil ist das? Warum geht das da nicht rein? Wie macht man das? Geht so? Ich hab's schon rausgefunden. Ich bin der Profi-Koch. Also ich mein Kameramann, ich alles selber mache immer. Ich muss was trinken. Wie geil ist denn dieses Ding? Jetzt schimpft sie gleich wieder mit mir. Schatz, wie geht es? Ich bin überfordert. Ah. Gehen Sie weg. Mach das Ding hier mal zu. Du machst nur kaputt? Ja, du hast kaputt gemacht. Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Guck mal. Das war schon so. Nee, war es nicht. Doch, war schon so. Oh. Kowalski, ehrlich. Mit Fallschneid drücke. Jetzt ist es abgerissen. Natürlich ist es jetzt mehr. Jetzt sagt es sich. Ab zur Pleite. Gib. Ah, bist du. Gott sei Dank habe ich keinen Bart mehr. Der wäre jetzt draufgegangen. Und jetzt geh raus aus der Küche. Lass den Chef kochen. Schneebesen. Flickstern, bla bla bla. Ruhegrät. Ich weiß nicht, das war meine Frau. Was? Jetzt läuft Frank jetzt wieder. Koala-Bärchen. Wird frech werden. So, oh, ja, da und da. Die Spaghetti sind ja schon fertig, oder? Aber heiß.
Was macht ihr denn jetzt alle hier in der Küche eigentlich? Entschuldigung, wenn ich etwas trinken kann. Dann muss ich hier nicht. Dann muss ich hier nicht meinen Stream schnorren. Ich wohne hier. Ist das Essen fertig? Gleich. Seht ihr, so geht's mir den ganzen Tag. Ich bin hier das Opfer im eigenen Haus. So, die Spaghetti sind auf jeden Fall fertig. Hören Sie bitte auf. Soll ich drei Schüsseln rausholen? So, jetzt müssen wir schon mal pürieren. Nudeln gegen die Wand schmeißen, das machen wir nicht. Der allerärmste, da ist er schon dran. So, jetzt wird erst mal wild püriert. Was ist denn eigentlich jetzt mit euch? Jetzt mal ohne Witz. Katze im Arsch. Gibt es hier irgendwas, wo ich da drin pürieren kann? Weil jetzt klebt ja alles voll am Ding mit Soße. Ist doch mir egal. Soll noch aus der Küche raus. Okay, hier in diesem offenen Ofen, Ding, Topf, das zu machen, ist eine dumme Idee. Habe ich gerade eingesehen. Dann machen wir es einfach. Was ist denn hier drin? Nach der Küche putzen. Oh, okay. So. Josh 211 sagt, ich habe gar nichts gemacht. Das war schon so. Entschuldigung, dass dein Hund was essen möchte. Das ist dein Hund. Hey, Doc Austria, grüß dich. So. Damals hat sich nichts geändert. Nichts gemacht, das war schon so. Eieieiei. So, jetzt hat Achtung. Ein bisschen runter machen, ne? Dass man was sieht. Oder mein Kameramann wird bald wieder fertig. Bitte was? Schön, dass du reinschaust. Landet an der Decke. Ich habe meine Hand drüber. Das sieht auf jeden Fall besser aus als im Topf. So. So, dann schmeißen wir mal da raus und zack. Oh, das schmeckt. Das schmeckt wirklich lecker. Wirklich? Ich leid drüber. Nein. So, irgendwie bin ich hier gerade total überfordert. Wer macht denn eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn hier einen Pürierstab mit hier 40 cm Kabel? Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Ich habe doch hier nicht genau da unten über meinem Herd einen Stecker. So, ich sehe so eine Verlängerung des Kabeldose oder genau, wie das heißt. Genau, ich mache hier noch 20 Meter Verlängerungsschnur dahin. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, das ist ein Verlängerungskabel. So. Das Ding nicht unter. Ich kenne nur Vollgas. So. Spaghetti, Kochrotten, Soße fertigstellen. Das Gemüse reicht, das von Weizen, bla bla bla, alles verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und damit aufkochen, oder? Fertig gerade Spaghetti, den Zinien und Soße zufügen und durchmischen. Ah. Hartkäseflakes, wo waren die? Hartkäse? Ja. Waren die da in dem Ding mit drin? Oh, ist das schwer. So. Achtung, da wo die Öffnung ist, ist meistens. Alle Päckchen haben.
Hartkäse? Hartkäseflakes. Deswegen waren da wahrscheinlich auch 400 Millionen Hartkäse-Dinger drin. Naturjoghurt nicht. Nee, Naturjoghurt nicht. Fleisch leider auch nicht. Hartkäse. Extra italienische Art, Papa. Oh, Gott sei Dank haben wir die italienische. Wer backt uns? Für was braucht ihr? Für was gibt's Backen? Bacon? Bacon gibt's nicht für heute. Für welchen Tag das? So, Hartkäse-Flakes. Nee, wie heißt das? Was hab ich gesagt? Hartkäse-Flakes. Ah, geriebene Hartkäse. Hartkäse geraspelt, 60 Gramm. Geraspelt das hier? Ja, oh, genau. Und Flakes ist? Das wird es wahrscheinlich sein. Wie viele Gramm sind das? Ich sehe es nicht. Hier steht 20? Hier sind 40. Ah, da haben wir 60. Gut, haben wir schon. Dann gibt es hier noch 60 Gramm Hartkäse. Ja, ohne Witz, gell? Strom brauche ich 2 Euro zum Pürieren. Was? Hier gibt es dann aber auch noch 60 Gramm Hartkäse gerieben. Nee, das brauchen wir für irgendwas anderes. So, jetzt brauchen wir dann aber, warte mal ganz kurz, jetzt lassen wir den ganzen Quark dann nochmal schön aufkochen. Fatz das da nochmal rein. Und dann können wir mal kurz anrichten. Da schon wieder rum. Also Schäfchen ist die Frau von Fraggle. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Meine Frau turnt gerade irgendwo draußen rum. Wahrscheinlich ist sie jetzt schwerst beleidigt, weil ich gesagt habe, sie soll mich in Ruhe lassen beim Kochen. Nein, Spaß. So. Dann habe ich schon raus. Habe ich schon gesehen, vielen Dank. Das hast du sehr gut gemacht. Ich weiß. So, dann haben wir das mal mit drüber hinstellen. Und im nächsten Leben brauche ich eine größere Küche. Oder eine Köchin. Das wäre mein Allerliebster. Dann kannst du aber keine Kochstreams mehr machen. Dann mache ich andere witzige Streams. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Heute kochen wir jetzt. Es ist locker wenig los. Was ist so schön? Spaghetti ist halt. Ach, im Hotel? Okay, bist du unterwegs? Ketchup und dann genießen. Tosch 211 sagt, alles wird aus Hack gemacht. Nein, ich habe leider keinen Rinderhack. Aber Schinken? Sonst hätte ich das ja schon lange reingemacht, weil, ich sage es ja ganz ehrlich, das ist das, was ich immer sage, eine Mahlzeit ohne Fleisch ist eine Vorspeise oder ein Nachtisch. Nachtisch ist süß. Alles wird aus Hack gemacht. Ich bin in 20 Minuten da. Oh! Also wenn ich da so reinschaue, vielleicht kriegst du noch eine Nudel ab. Jetzt habe ich auch meinen Kühlschrank dampfen. Dankeschön, Kobold, ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Reinschauen. Zieh durch, wir sehen uns. So, dann richten wir an, oder? Ja. So, ich mach den kurz. Oh, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Ich hoffe nicht. So, jetzt schauen wir hier mal. Ich weiß nicht, wie man aufhören. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, und ups. So. Oh, ich sehe schon, wir essen den Nachtisch bei McDonald's. Ich glaube, da werde ich heute nicht satt. Also ich nehme dann das, was am wenigsten drin ist. Warum hast du keine Brot oben? Also doch, aber ich esse am wenigsten, glaube ich. Wir geben einfach der Anna am wenigsten und sage, es hat nicht mehr gegeben. Ich finde, es hört sich nach einem Plan an. Nein. Nein, Spaß. Machen wir nicht. Happy Wife, Happy Life. Stimmt's? So,
Jetzt hier. Silikon. Steht hier noch drin, dass man dieses Unkraut darüber verteilen muss. Aus Kenia. So, oder? Ein bisschen grob geschnitten. So. Und die Pinienkerne. Bei uns im Odenwald würde man sagen, geschraut. Ich stelle alles schon mal rüber. So, ja. Ist noch eine Arbeit. So, was ist das für eine Person, das stimmt wirklich, gell? Wie dreht man die Kamera? Das stimmt wirklich, weil es sieht wirklich ab wenig aus. Was nach dem letzten Kostüm habe ich gesehen, 22 Uhr? Tatsächlich hast du einen Brunnen gemacht. Ja, das letzte Mal war ich ein bisschen arg spät unterwegs. Oh, könntest du noch den Tisch wieder kurz abputzen? Das Teil dreht sich darum. Gut, was machst du? Also ich habe das abgefällt, und was gedreht jetzt. Was jetzt hängt das wieder hin. Das ist Ausgang, oder? So, Sekunde, geht hoffentlich gleich weiter. So, der Akku vom Gimbal ist leer. Muss schon kurz mit der Hand filmen. Ja, mache ich. So, Achtung, also kurz das Handy in die Hand nehmen, bitteschön. Was läuft das nicht runter? Fliegt immer noch in das Ende. Kamera drehen. So. Soll ich die Zelle übertragen? Nee, guck du, was du willst. Nimm es aber bitte quer. Das ist besser zum Anschauen. Okay. So, eigentlich sieht es so echt lecker aus, oder? Kann man nichts sagen. Anna? Es ist fertig. Vergessen. Gut, dass wir noch drüber gesprochen haben. Machst du auch Käse drüber? Ja, bitte. Moment, ich lese gleich wieder im Chat weiter. Alright. Die anderen. Super Schüsse. So. So, auf jeden Fall. Sieht doch echt lecker aus. So, Moment, jetzt muss ich ganz kurz im Chat lesen. Ich denke, es sieht gut aus, wenn du das soll schmecken. Vielen, vielen Dank. Ja, so, die anderen so. Sonst bestellen. Muss ja gut aussehen, muss schmecken, satt machen, genau. Bei der Menge satt. Ich glaube nicht, ich glaube ganz ehrlich nicht, aber schauen wir mal. Schaut mega lecker aus. Schmeckt sich ja viel mit Liebe. Nein, nur mit Liebe gemacht. Dritte Versuch, halt Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit. So, aber jetzt machen wir noch Schwind. V8, Robert, Dankeschön, Dankeschön. Mal schauen, jetzt machen wir noch Schwind im Geschmackstest, so wie wir es immer machen. Ob dieses Hello Fresh Gericht auch was kann. So, das Einzige, was ich gleich zu nörgeln habe, das ist sehr wenig. Und kein Fleisch. Und kein Fleisch, aber ich halt so. Aber da bin ich auch selber schuld. Ich hätte ja nachgucken können, dass ich irgendein Gericht kriege mit Fleisch.
Aber vom Geschmack muss ich echt sagen. Sehr, sehr geil. Gut. Dann gib mal her. So, halt. Nee, du nimmst nochmal. Schieb mal kurz auf die Seite. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für die vielen Biddies, Follows und alles, was ihr mal da gelassen habt. Ich hoffe, ich habe niemanden überlesen. Wenn ja, tut mir es jetzt schon mal leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich denke, wenn ich darf, werde ich heute Abend noch mal eine Runde streamen. Oh, meine Frau verzieht schon das Gesicht. ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht fahre ich ein bisschen LKW oder ein bisschen Resident Evil. Das könnt ihr ja nicht machen. Resident Evil zocke ich heute Abend oder heute Nacht dann. Gut, ich sage Dankeschön. Bleibt noch mal ganz kurz mit drauf. Tschüssi und vielen Dank fürs Reinschauen. Und danke, danke, danke. Schönen Sonntag noch. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer noch da ist, weil dann würde ich nämlich sagen, raten wir da noch geschwind hin. So. Destiny, GTA, Farming Simulator. Ah. Sollen wir zum Farming Simulator gehen oder sollen wir schauen, dass wir irgendwas finden mit Essen und Trinken? Was habt ihr denn Bock? Twitch TV. Gucken wir mal ganz kurz. Auf was habt ihr Lust? Foodwitz. Das hört sich dann ganz gut an. Komm, wir gehen hier zu Foodwitz. Oh, Beef Juices, das hört sich doch geil an. Food Wits. Streamage Steak. So. Machen wir mal den Raid. Was haben wir gesagt? So, Food Wits. Hat es geklappt? Raid wurde erstellt, ganz genau. So, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ciao.